Hallo, ich bin Julia Verlinden, die grüne Bundestagsabgeordnete aus Lüneburg. Ich bin Eckhard Polz, vom Beruf Bundestagsabgeordneter und gehöre der CDU-CSU-Bundestagsfraktion an. Mein Name Eberhard Schulz, heute Fan von Borussia Mönchengladbach. Mein Name ist Tobias Karasch und ich bin der Internatsleiter des Internatsgymnasiums Schule Marienau. Ich bin Hildrud Lotze, Bundestagsabgeordnete der SPD im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg-Lüneburg. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sven Neuhaus vom Hamburger Sportverein und der HSV-Stiftung der Hamburger Weg. Initiative Nie wieder. Erinnerungstag im deutschen Fußball. Verehrte Fans und Spieler, verehrte Freundinnen und Freunde des Fußballs. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die geschundenen Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Aus diesem Anlass gedenken wir heute in Anteilnahme und Respekt der Menschen, die aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer politischen Überzeugung und ihrer sexuellen Orientierung vom nationalsozialistischen Terrorregime und von den deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ausgegrenzt, entwürdigt und verfolgt wurden. Viele von ihnen wurden in Konzentrationslager verschleppt und dort ermordet. Der Fußball entfernte ebenfalls zum Beispiel jüdische wie auch politisch andersdenkende Mitglieder aus seinen Vereinen. Wenige schützen sie, kaum einer nahm für sie Partei. Damit das nie wieder geschieht, wenden wir uns entschieden gegen jene, die den Fußball mit antisemitischen und rassistischen Parolen und Aktionen vergiften und missbrauchen. Die empörenden und verstörenden Übergriffe der vergangenen Monate zeigen, wie notwendig dieses Engagement ist. Mit den Aktionen der Fans und der Vereine zum Erinnerungstag im deutschen Fußball wird hier und heute ein starkes Zeichen gesetzt. Für eine Kultur des Verstehens und für ein demokratisches Gemeinwesen, in denen die Würde jedes Menschen geachtet und verteidigt wird. Machen Sie sich jetzt dieses Zeichen zu eigen. Und unterstützen Sie es durch Ihren Beifall.